Das Tempo unseres Atems bestimmt das Tempo unseres Christian Böschop, wie du heißt. Du hast mir gerade die Energie gegeben und es geht los, Mann. Heute gibt's wieder ganz beschissenen Content von meiner Seite aus. Ich habe mir überlegt, wir machen da was Neues. Mir ist da tatsächlich was eingefallen, was wir machen könnten. Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der beispielsweise hergeht und auf YouTube auf andere Videos reagiert. Ja? Das wäre zum Beispiel eine neue Möglichkeit, die ich mir jetzt hier heute überlegt hätte. Ich glaube, das gab's in der Form tatsächlich noch nicht. Hast du die nicht letztens getroffen, die Julia Beautics? Ich habe die nicht direkt getroffen, aber die war auf dem gleichen Event wie ich. Aber wir haben leider nicht miteinander gelabert. Und ihr müsst euch vorstellen, Sascha und ich waren auf diesem Event von Bild. Lol, was habe ich denn jetzt getan? Wir waren auf diesem Event von Bild, okay? Und das war so, da waren nur so Instagrammer-Leute, okay? Also da waren wirklich so only so... Man kennt ja diese Instagrammer, so mit 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Abonnenten mit so 100.000 Likes und Kleid, Abendgarderobe, die Stars auf schick mit Boyfriend und halt übel viele Girls da, ne? Alle gut aussehend, schick gemacht und auf High Society und plötzlich dann einfach Sascha und ich mit dabei. Warte, da habe ich dann eigentlich ein ganz gutes Bild, das die gesamte Situation auf jeden Fall sehr gut beschreibt. Okay, ihr müsst euch überlegen, hier sehen wir das Bild, okay? Hier die Lochis unten, die beiden, hier Shanti, dann hier Stefanie Giesinger, hier noch ein paar andere, die ich leider nicht kannte, hier Nova Lana Love, Ishtar, hier Jana Beautics, ich probiere jetzt hier den mal aufzuzählen, die ich kenne, den Rest kenne ich glaube ich nicht, die kannte ich da nicht, den Rest. Und hier alle mega sympathisch mit Blumen, die ist das am Stehen, okay? Jeder denkt sich, alles klar, Killerbild. Und plötzlich guckt man nach oben links und sieht die beiden Spasten. Was machen wir da? Beide in Grau, richtig außerhalb vom Bild. Ich schwöre, diesen Teil hätte man auch echt abschneiden können. Jana Beautics. Heißt sie nicht Julia? Bruder, was los? Ja, Julia Beautics meinte ich. An der Stelle, ich kenne mich gut aus, muss man dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall krass, wie hier einfach Sascha und ich mit am Start sind. Auch beide mit Gefängnisblick. Alle am Lächeln, Sascha und ich. So. Danke, dass wir auf dem Event dabei waren. Okay, was wollten wir gerade nochmal machen? Amana Köln. Genau, wir wollten uns das Lied von Julia geben. Julia den Mauffängers. Julia, ne? Ja, Julia. Genau. Leute. Packt eure Headphones aus und jetzt wird's richtig arg. Den Beat. Ich halt mein Maul. Das Beste an meinem Sommer, was immer du. Okay, ich dachte gerade mit diesem das Beste, jetzt geht's los mit du bist das Beste, was mir je passiert ist. Oh Gott, dieses Lied, ich hasse es. Es ist absoluter Cringe. Und jetzt soll ich dich vergessen. Hab die Nächte durchgefeiert, alles schon versucht. Kann ich atmen, kann nicht essen. Hier merkt man, Julia spricht zu uns aus tiefster Seele, aus tiefstem Herzen. Der Song kommt von ganz, ganz weit innen. Frag mich ständig, ob's dir auch so geht. Will den nicht wissen. Die will's nicht wissen, wo du heute Nacht schläfst. Mich juckt's auch nicht, wo ihr heute Nacht schlaft. Ob ihr zu Hause schlaft, ob ihr beim Kollegen schlaft oder, keine Ahnung, bei euren Eltern im Gräbele. Es juckt mich einfach nicht. Das Beste an meinem Sommer warst immer, immer du. Jetzt spiel ich unsere Lieder, versuch dich zu vergessen, doch du hier noch kurz ein paar Outfits durchgewechselt. Der Shot war wahrscheinlich aggressiv aufwendig. Schlafst es immer wieder. An der Stelle hat Gurkensohn 100% geliked. Ich lauf, ganz egal, wie weit ich lauf.
Mann, bei dem Song kriege ich echt absoluten Cancer. Nee, Spaß. Also, jetzt mal kurz, einmal kurz Real Talk, okay? Man muss wirklich sagen, die singt sehr gut. Also, sie hat eine krasse Stimme. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mit so einer Stimme hier überrascht werde. Sie kann sehr, sehr gut singen. Das kann ich auf jeden Fall auch aus meiner... Ich habe ja wirklich nicht viel Erfahrung am Mic, okay? Aber von dem, was ich bisher gemacht habe... So wie Pain, so wie Pain, so wie... Muss man auf jeden Fall sagen, die kann krass gut singen. Ich muss aber sagen, die Musikrichtung ist absoluter Cancer, meiner Meinung nach. Kannst du danach was vielleicht von den Lochis hören? Die Lochis? Ja. Ja, gerne. Nee, aber ich muss echt sagen, die Musikrichtung ist meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, absolute Cancer. Ich kann mir so eine Musik nicht geben, so eine Musik macht mich heftig aggressiv. Dieses, immer dieses, so auf gute Laune und ach, alles ist doch so, okay, da ist jetzt nicht alles toll, aber so, ihr wisst, was ich meine, so dieser Beat ist so freundlich und so, also der Beat hört sich werbefreundlich an, weißt du, ich meine, es ist so dieses, ach, es fuckt mich einfach ab, diese Beat, so, weißt du, ich, auf so einen krassen, geilen Hip-Hop-Beat könnte sie safe auch was Heftiges machen, Digga. Aber das ist halt so dieses 99 Luftballons, halt deine Fresse, du Missgeburt, ich hasse dich so sehr, fuck it, motherfuckers, yeah. Check dir, was ich meine, Digga. Ich mach mehr auf Insta, ich will dich gar nicht sehen, dich mit keiner anderen treffen. Dieser Ort ist viel zu klein, hab Schiss, ich lauf dir über den Weg, um dann zu sehen, wie gut's dir geht. Frag mich ständig, was du gerade machst. Also ich habe auch keine Ahnung, wie der Song jetzt hier entstanden ist. Keine Ahnung, wie sie drauf gekommen ist, Musik zu machen. Aber ich denke mal, sie hat wahrscheinlich so, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich denke mal, sie hat schon immer die Leidenschaft gehabt, irgendwie Musik zu machen und hat jetzt einfach Bock, das rauszuhauen. Finde ich killer. Wenn sie so eine Musik feiert, nice. Ich hasse es komplett. Ich würde mal gerne hören, wie sie sich auf Hip-Hop-Trap und so eine Richtung anhört. Hat auf jeden Fall krass Potenzial, sehr gute Stimme. Was ich jetzt sagen muss, was mich auch noch richtig triggert, ist halt erstens so dieser Beat und die Stimmung und dann auch noch das Musikvideo. Das ist auch noch so auf... Es ist halt so auf deutsche Musik gemacht. Das ist ein richtiger Allmann-Song. Da hängen halt solche Allmanns dran, wie ich, ja, mit Lockenfrisur, mit Brille, machen sich halt dann ein Picknick, gehen in den Park, breiten ihre Picknickdecke aus, zünden dann da ihren Tee drauf, ja, und machen dann halt hier eine Brezel mit Butter drauf, schallern sich hin, so im Schatten von irgendeinem Baum, Sonnenbrille an, und dann läuft halt das Lied. So, das ist so dieses Lied, für meinen Mut, okay? Liegst du auch schon noch die halbe Nacht, das Beste an meinem Sommer. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich will jetzt hier nicht irgendwie Julia fronten oder sowas, ne? Wie gesagt, die singt krass gut und ich kann es absolut verstehen, wenn man diese Musikrichtung, also ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es akzeptieren, dass man diese Musikrichtung feiert. Aber mich macht diese Musik aggressiv so. Genauso wie andere Leute vielleicht Trap aggressiv macht oder wie andere Leute vielleicht Hip-Hop aggressiv macht oder wie andere Leute vielleicht Schranz aggressiv macht. Aber Schranz, was soll ich machen, Leute? Schranz, ja, ist einfach meine Lieblingsmusikrichtung. Ich kann nichts dafür, Leute. Feier ich komplett, Leute. Fühlt ihr es nicht? Es ist ein kranker Vibe, den dieser Schranz reinbringt. Alter, der Autismus kickt gerade schon wieder so extrem. Jetzt spiele ich unsere Lieder, versuch dich zu vergessen, doch du schaffst es immer wieder, dich in Zeilen zu verstecken. Ja, das ist halt so ein Ding, das würde ich halt auch, das würde safe auch auf SWR3 laufen, also es ist ein Radiosender. SWR3 und jetzt die größten Hits aus der deutschen Prärie. Und jetzt spiele ich unsere Lieder, du versuchst es immer wieder. Doch du kriegst nicht mal den Krieger. Verpiss dich, du Verbieter. Absolut Pogge Reimkette. Danke dafür, Leute. Ganz egal, wie weit ich lauf. Aber wie gesagt, die Stimme von der, die trifft die Töne heftig nice. Geile Stimme, Digga. Ganz egal, wie weit ich lauf. Moiga. Ganz egal, wie weit ich lauf.
Diese Hook macht mich auch heftig aggressiv. Bessere Stimme als du. Natürlich. Autotune, lol. Natürlich hat die eine bessere Stimme als ich. Ich habe doch nie gesagt, dass sie eine schlechte Stimme hat. Ich verstehe das auch nicht. Ich hate doch gerade nicht sie. Ich hate die Musikrichtung. Die hat eine krasse Stimme, Digga. Die kann gut singen. Was ist da los, Mann? Was frontet ihr mich jetzt, hä? Wo ist das Bild? Wo ist der Ton? Wo ist die Schärfe von der Kamera, Alter? Was ist los, Mann? Alter, bei dem Shot war die heftig geblendet. Da hatte wahrscheinlich Justin seine Iced Out Rolex direkt unter der Cam. Sieht man das? Glänzt das? Hinterein zu verstecken, ganz egal wie weit ich lauf. Ganz egal wie weit ich lauf. Jetzt spiel ich unsere Lieder, versuch dich zu vergessen, doch du schaffst es immer wieder. Hinterein zu verstecken. Okay, alles klar. Das reicht für mich, für den Song. Krasse Stimme, Julia, grüße gehen raus, wirklich Props von meiner Seite aus. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein krasses Lob für dich an der Stelle. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass du so krass singen kannst. Aber die Musikrichtung triggert mich so hart, Leute, dass ich jetzt erstmal kurz runterkommen muss. Alles klar, das war Jana Beautix, Julia Beautix, sorry, mit ihrem neuen Song Immer Du. Ich hab's gerade noch kurz geliked. Okay, alles klar. Als nächstes müssen wir wirklich sagen, Leute, das war gerade eine absolut anstrengende Reaktion. Tatsächlich könnte ich hergehen und das Cardio-Training einfach hin und wieder auch auslassen und einfach anfangen, nur noch zu reagieren. So viel Kalorien, wie ich gerade in der Reaktion verbraucht habe, verbrauchen manche nicht in einer halben Stunde Cardio-Training. Alles klar? An der Stelle bedanke